Die Formel 1 ist für spannende Überholmanöver und packende WM-Zweikämpfe bekannt. Aber nicht jeder Titelkampf ist ein Fest für die Fans. Heute werfe ich einen Blick auf die Top 5 langweiligsten Formel 1 Zweikämpfe, wo die Spannung wirklich ausbleibt. Den fünften Platz belegt die Saison 2011, als Sebastian Vettel die Konkurrenz Grund und Boden fuhr. Ja, nach seinem ersten WM-Titel 2010, was wirklich sehr, sehr knapp und auch wirklich sehr, sehr spannend war, ging er mit Red Bull 2011 auf Rekordjagd. Mit satten 11 Siegen in einer Saison und einem Vorsprung von 122 Punkten auf Jens Button sicherte sich Vettel den Titel bereits 4 Rennen vor Saisonende. Der WM-Kampf? Praktisch nicht existent. Vettel und Red Bull waren einer eigenen Liga und für die Fans blieb die Spannung daher leider aus. Auf Platz 4 kommt die Saison 1992, als Nigel Mansell im überlegenen Williams mit aktiver Aufhängung einfach unschlagbar war. Von Beginn an dominierte er die Saison und gewann 9 Rennen in der ersten 11. Und sicherte sich den Titel bereits in Ungarn. 5 Rennen vor Saisonschluss. Der Rest des Feldes konnte tatsächlich nur zuschauen, wie Nigel Mansell irgendwie durch die Saison spazierte. Der Zweikampf um die WM? Fehlanzeige. Es war eine Demonstration von Williams, aber definitiv kein packender WM-Titelkampf. Auf Platz 3 ist Lewis Hamiltons Meisterklasse gegen seinen Teamkollegen Valtteri Bottas im Jahr 2020. Obwohl Bottas in den ersten Rennen ein paar Achtungserfolge feiern konnte, war Hamilton das gesamte Jahr hinüber wirklich unerreichbar. Der Kampf zwischen den beiden Mercedes-Fahrern bleibt meistens wirklich einseitig und ohne den Funken, den viele Fans erhofft hatten. Hamilton holte sich den Titel 3 Rennen vor dem Ende, während Bottas kaum eine echte Bedrohung für die Weltmeisterschaft da irgendwie stellen konnte. Es war ein weiteres Beispiel für die Mercedes-Dominanz, aber ein enttäuschender Titel. Nummer 2 auf der Liste ist der langweilige Zweikampf zwischen Michael Schumacher und Rubens Barrichello in der Saison 2004. Ferrari war in dieser Saison wirklich unschlagbar. Aber anstatt einen spannenden Titelkampf zwischen den beiden Fahrern daraus zu machen, war Barrichello wirklich klare Nummer 2 hinter Michael Schumacher. Schumacher gewann 13 der 18 Rennen und sicherte sich den Titel bereits in Belgien. 4 Rennen vor Schluss. Der WM-Kampf, ja, praktisch nicht vorhanden, da Ferrari alles kontrollierte und Schumacher keine ernsthafte Konkurrenz hatte. Und die Nummer 1 der langweiligsten WM-Kämpfe ist Sebastian Vettels Dominanz in der Saison 2013. Obwohl es zu Beginn der Saison noch etwas Spannung gab, zerstörte Vettel die Konkurrenz in der zweiten Hälfte wirklich komplett. Ja, wirklich komplett, indem er die letzten 9 Rennen in Folge gewann. Mit einem riesigen Punktevorsprung sicherte sich den Titel in Indien. 3 Rennen vor Schluss. Die Konkurrenz hatte nichts mehr entgegenzusetzen und der WM-Kampf war lange vor dem Ende der Saison entschieden. Vettel war zweifellos großartig, aber für die Fans war es eine Enttäuschung. Der Kampf um den Titel war wirklich sehr, sehr schnell entschieden. Eine namhafte Erwähnung habe ich tatsächlich noch und viele haben sich wahrscheinlich gefragt, warum diese Saison nicht in diesem Video mit dabei ist, und zwar Max Verstappens WM-Titel aus dem letzten Jahr ist zum Beispiel auch nicht unbedingt die spannendste WM gewesen.